Der HVV hat auf die Kritik an der neuen Prepaid-Karte reagiert. Nachdem sich viele Kunden über fehlende Bestände der Guthabenkarte an mehreren Standorten beschwert hatten, soll nun eine Umverteilung des Kontingents kurzfristige Besserung schaffen. Nach Angaben des Verkehrsbunds sei die Nachfrage an den Standorten sehr unterschiedlich, was dazu führe, dass einzelne Standorte keine Karten mehr haben, wohingegen andere Verkaufsstellen bisher kaum frequentiert wurden. So seien von 100.000 verfügbaren Karten bisher 30.000 verkauft worden. Nun sollen beliebte Standorte zusätzliche Karten von anderen Händlern erhalten. Zeitgleich wurde die Lieferung von weiteren 40.000 Karten vorgezogen. Aus Kulanz dürfen Fahrgäste ohne Prepaid-Card derzeit im Bus kostenfrei bis zur nächsten Haltestelle mit Verkaufsmöglichkeit mitfahren. Zu Beginn des Jahres hatte der HVV die Bargeldzahlung in Bussen abgeschafft.